Also jetzt, wo wir so kurz vor der Ehe für alle stehen, ist das ein sehr emotionaler Moment für mich. Mit dem Partner, mit dem ich jetzt zusammen bin, der können jetzt seit bald 20 Jahren. Mit ihm, wo dann 2007 die registrierte Partnerschaft möglich geworden ist, habe ich mich dann registrieren im Jahr 2010. Hauptsächlich aus rechtlichen Gründen in Sachen Erbfolge. Auch ganz wichtig, dass man sich vertreten kann, wenn man irgendwie auf ein Amt muss gehen oder wenn der eine muss ins Spital gehen. Ein wesentlicher Unterschied für uns wäre, wenn es die Ehe für alle dann gibt, dass wir dann den Zivilstand verheiratet haben. Weil jetzt haben wir den Zivilstand registrierte Partnerschaft und das ist einfach ein automatisches Outing, wenn immer man irgendwo auf einem Formular muss den Zivilstand angeben. Aha, Augenbrauen hoch, oder? Ich meine in Schwulen, oder? Das weiss man auf der ersten Seite des Lebenslaufs. Ich meine, ich bin ja in Pride gegangen vor 11 Jahren, nicht wegen mir. Aber ich sehe die vielen Jungen, die gerne ein Kind würden adoptieren oder gerne ein eigenes hätten. Und diesen Wunsch muss man können erfüllen. Und ich sehe die lesbischen Paare, ich sehe die schwulen Paare, die haben einen intensiven Kinderwunsch. Und ich kenne viele, die schon Kinder haben. Und die lieben die Kinder über alles. Und ich glaube, was wesentlich ist, dass Kinder mit viel Liebe von den Eltern aufwachsen, unabhängig davon, ob es Mami Mami ist oder Papi Papi ist oder ob es eben eine gemischte Ehe ist. Vor 20 Jahren, da hat man nicht davon geträumt. Aber man hat schon von ersten Ländern gehört. Und mehr haben wir realisiert, dass das ein Recht ist, für das wir kämpfen müssen. Und wir haben einfach die gleiche normale Lösung, wie es für Mann und Frau üblich ist, sind eh und je.